In Berlin ist Abschlepper Dominik Zanotelli unterwegs und kümmert sich um defekte Fahrzeuge. Nicht alle Verkehrsteilnehmer zeigen dafür Verständnis. Die größten Probleme in meinem Job sind, wenn zum Beispiel Liegenbleiber auf der Autobahn haben und die Kunden oder die Autofahrer ja keinen vorbeilassen. Weil die sehen ja immer nur unsere gelben Warnblinklichter und sagen sich, ach, kann warten. Und wir hupen dementsprechend schon, lassen halt trotzdem nicht durch. Um halt den Stau schneller auflösen zu können, wollen wir natürlich auch so schnell wie möglich an dem Schadensort dann sein. Aber wenn halt die anderen Straßenteilnehmer nicht mitspielen, dauert es natürlich länger und erschwert natürlich den Job dadurch auch. Ich habe auch schon mit Kunden zu tun gehabt, leider Gottes, die auch gewalttätig geworden sind. Erst recht, wenn man Falschparker zum Beispiel wegnehmen muss. Da werden die dann halt auch handgreiflich, muss man halt die Polizei auch dazu rufen. Das sind so Sachen, die müssen alles, muss alles nicht sein, hält auf und ist alles unnötig halt. Aber sowas gibt es leider auch. Und jetzt geht's zum nächsten Auftrag, eine Verladehilfe. Da müssen wir ein Auto mit dem Kran auf einen Anhänger verladen. So dass dann da der Auftraggeber mit dem Auto weiterfahren kann. Dominik Zanotelli verlädt einen Wagen, der in Brand gesteckt wurde. Kein Einzelfall. 2019 brannten laut Polizei knapp 600 Autos in Berlin. Tendenz steigend. Vor Ort wartet bereits ein Mitarbeiter einer Autoverwertung. Er wird das ausgebrannte Auto abtransportieren. So, jetzt nehmen wir hier das schöne verbrannte Auto auf, wird dann auf den Hänger verladen und geht dann zur Autoverwertung, weil so wie man ja sieht, ist das Auto nicht mehr zu gebrauchen. Machen jetzt hier die Radklammern ran, ja, an die Reifen. Dann wird, wie gesagt, von dem Kran hin hier eingehakt, so dass wenn alle vier Klammern dran sind, wir das Auto dementsprechend hochheben können, um dann auf unseren LKW zu verladen. Man kann die natürlich auch dementsprechend einstellen, weil es gibt sehr viele Autos, erst recht die SUVs, die natürlich größere Felgen haben, viel größere Reifen haben. Ja, dementsprechend muss man das alles richtig einstellen, weil wenn man das falsch einstellt, kann auch passieren, dass ein Auto, sag mal, runterkippt, richtig entweder nach vorne oder nach hinten kippt und dann natürlich aus den Klammern auch rausfliegt. Und dementsprechend hat man danach leider Gottes ein kaputtes Auto. Wir arbeiten ja schon eine Weile zusammen und dementsprechend ist immer reibungslos, läuft das alles ab. Und wir verladen eigentlich nur die Autos und der Rest, wie gesagt, macht die Firma. Beim Verladen blockiert Dominik Zanotelli die Straße. Nö, ich muss auch warten. Hab nicht umsonst Warnblinkanlage an. Mittig, ja. Mittig, ja. Der Brand hat einen Schaden von mehr als 60.000 Euro verursacht. Das Auto wird jetzt zur Verwertungsstelle gebracht, ausgeschlachtet und dann, ja, wie gesagt, zusammengepresst und dann kommt es weg. Und dann war es das. Mehr wird mit dem Auto nicht mehr passieren, weil es ist ja komplett ausgebrannt. Da sind keine Teile mehr drin, die man wirklich verwerten kann oder gebrauchen kann. Und dementsprechend wird es komplett verwertet und kommt vom Markt. Viel Spaß, Alter. Bis dann, ciao. Alles klar, ciao.